Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele meinen, dass die Ungerechten, diejenigen, die die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben, in eine ewig brennende Feuerhölle geworfen werden nach ihrem Tod, um dort für alle Zeit gequält zu werden. Und wir hatten bereits in der letzten Predigt einiges darüber gehört. Ich möchte heute die Zeit mir nehmen, eine Stelle mit Ihnen zu behandeln, die immer wieder angeführt wird, um diese Idee zu untermauern. Und diese Stelle findet sich im Markus-Bericht, im Markus-Evangelium, in Kapitel 9, angefangen in Vers 42. Markus Kapitel 9, und ich möchte jetzt die Verse 42 bis 48 lesen, zunächst einmal im Zusammenhang, und damit Ihnen besprechen, was die Stelle uns eigentlich sagt und was sie uns nicht sagt. Markus Kapitel 9, angefangen in Vers 42. Da heißt es, dass Christus uns warnt. Er sagt, wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben. Und vielfach werden Christen als solche Kleinen, in Anführungszeichen, beschrieben, die an ihn glauben. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Vers 43. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Vers 45, und ich lese von der revidierten Lutherbibel. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und dann noch Vers 47. Und wenn dein Auge dich zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Oder so reiße es aus, wie andere es übersetzen. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und in die Hölle geworfen wirst. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Hier wird so einiges gesagt. Andere Übersetzungen nebenbei bemerkt, ergänzen in jedem dieser verschiedenen Beispiele den Ausdruck, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Also Christus sagt uns hier unter anderem vier verschiedene Dinge, auf die wir jetzt eingehen wollen. Zunächst einmal, er spricht vom Leben. Wenn du ins Leben eingehen willst. Nun, was ist mit diesem Leben gemeint? So dann spricht er davon, dass man sich seinen Fuß, seinen Arm, seine Hand, sein Auge abhauen, ausreißen soll. Und was ist damit gemeint? Mit anderen Worten, sie sollen abgerissen werden oder ausgerottet werden, wenn sie uns zum Abfall verführen. Was ist damit gemeint? Ist das buchstäblich zu verstehen? So dann spricht er von dem Feuer, das, wie es hier in der Lutherbibel heißt, nicht gelöscht wird, oder dem unauslöschlichen Feuer, oder das nicht verlöscht, wie es hier heißt. Und dann letztlich spricht er von einem Wurm, der nicht stirbt. So wollen wir uns heute jetzt einmal ganz systematisch und eingehend diese vier verschiedenen Aspekte ansehen. Zunächst einmal, er sagt, wenn du ins Leben eingehen willst, dann tue dies und das. Was ist mit diesem Leben gemeint? Nun, er spricht hier von dem ewigen Leben. Dem ewigen Leben, das mit dem Reich Gottes identisch ist. Mit anderen Worten, wenn Sie ins ewige Leben eingehen, dann gehen Sie ins Reich Gottes ein. Wenn Sie ins Reich Gottes eingehen, dann werden Sie ewig leben. Er spricht ja zunächst einmal in Vers 43 und Vers 45 davon, dass man ins Leben eingehen will. Und dann sagt er aber in Vers 47, wenn man ins Reich Gottes eingehen will. Wir sehen also hier, dass beide Aussagen identisch sind. Und wir hatten ja bereits gesehen, was es bedeutet, ins Reich Gottes einzugehen. Es bedeutet, teilzuhaben an der Gottfamilie. Ein wiedergeborenes, unsterbliches Mitglied, ein Geistwesen, der Familie Gottes zu werden. Ein buchstäbliches Kind des Vaters, ein buchstäblicher Bruder oder eine buchstäbliche Schwester Jesu Christi. Das ist das Reich Gottes, die Familie Gottes, die über andere herrscht.
Und natürlich muss man, wenn man in der Familie Gottes ist, ewiges Leben haben. Denn Gott ist ja ein Wesen, das ewig lebt, das immer schon gelebt hat und für alle Ewigkeit leben wird. In Matthäus Kapitel 19 wird eine ähnliche Formulierung von Christus gebraucht, wo auch wiederum deutlich wird, was es heißt, ins Leben einzugehen. Matthäus Kapitel 19 lesen wir angefangen in Vers 16. Matthäus Kapitel 19, ich möchte die Verse 16 bis 30 lesen. Und achten wir wiederum hier auf die Formulierung. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16. Eine sehr bekannte Stelle, die ich schon des Öfteren zitiert habe. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich in das ewige Leben eingehe oder dass ich das ewige Leben habe, wie Luther es übersetzt. Er aber, Christus, sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, also die gleiche Formulierung, die er auch hier in Markus gebraucht, dann halte die Gebote. Die Frage war, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Und Christus sagt, wenn du zum Leben eingehen willst, also mit anderen Worten, in das ewige Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Und da fragte er ihn in Vers 18, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also alles dies sind Teil der 10 Gebote. Und die letzte Aussage, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, fasst zusammen unsere Liebe zum Nächsten, wenn wir die Gebote halten, die uns sagen, wie wir unseren Nächsten lieben. Indem wir eben nicht von ihm stehlen, ihn nicht töten, nicht die Ehe mit seinem Ehepartner brechen, nicht falsches Zeugnis abgeben über den Nächsten, indem wir eben Vater und Mutter unsere Nächsten ehren und so weiter und so fort. Vers 20, da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein oder werden? Wir sollen ja alle vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. So gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. In seinem Falle war nämlich der Reichtum, den er hatte, sein Götzendienst geworden. Und deswegen musste er oder sollte er dies tun. Das bedeutet nicht, dass jeder, der irgendwie ein Haus hat oder ein Auto hat, das alles jetzt verkaufen muss. Aber in diesem Falle war es ein Götzendienst, den er abstellen musste. Und so sagt Christus hier, und wenn du das tust, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Aber der Jüngling, als er das hörte, da ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also er wollte nicht seinen Reichtum lassen. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Also er sprach vom Leben, vom ewigen Leben und bringt es jetzt in Verbindung mit dem Himmelreich. Und wie wir bereits gesehen hatten, das Himmelreich ist das Reich Gottes, vom Himmel aus regiert. Und weiter sage ich euch, Vers 24, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Auch hier wiederum die Gleichsetzung. Ewiges Leben, Himmelreich, Reich Gottes. Und als das seine Jünger hörten, da entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann dann die Seligkeit erlangen? Wer kann dann das Heil erlangen? Heil erlangen bedeutet, ewiges Leben im Himmelreich, im Reich Gottes zu haben. Und Jesus sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist das unmöglich. Bei den Menschen ist das ohnehin unmöglich, denn sie können von sich aus sich nicht das Heil erarbeiten. Sie können von sich aus nichts tun, um das Reich Gottes sich zu verdienen. Es ist dies ein Gnadengeschenk von Gott. Nun, Gott erwartet allerdings, wie er hier diesem jungen Mann sagte, seine Gebote zu halten, wenn er ihnen dieses Gnadengeschenk anbietet. Aber sie können es sich nicht verdienen. Also bei den Menschen ist das unmöglich. Christus sagt ja auch, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und er sagt so auch, dann bei Gott sind alle Dinge möglich. Also Gott kann natürlich auch einen Reichen dazu bringen, dass er ins Reich Gottes kommt, wenn der Reiche erkennt, wie er sein Leben ändern muss. Aber hier werden alle diese Dinge wiederum zusammengefasst und als identisch erklärt. Es geht also hier um das Eingehen ins ewige Leben. Und kehren wir jetzt zu Markus zurück, zum 9. Kapitel. Und Christus sagt, wenn wir ins Leben eingehen wollen, dann müssen wir gewisse Dinge tun. Dann müssen wir unsere Hand abhacken. Dann müssen wir unseren Fuß abhacken. Dann müssen wir unser Auge ausreißen, wenn sie uns zum Abfall verführen, zum Abfall von Gottes Wort.
Nun, bedeutet dies wirklich, dass man das buchstäblich tun muss? Nun, Sie mögen über eine solche Interpretation lächeln, aber ich kann Ihnen sagen, es hat in der Geschichte durchaus Menschen gegeben, sogenannte religiöse Menschen sogar, die das getan haben, buchstäblich. Die sich die Hand abgehackt haben, weil die Hand sie zur Sünde verführte. Es gab andere, sogar Kirchenväter, die haben sich kastrieren lassen, weil sie sagten, ich muss das tun, ich kann meinen Sexdrang sonst nicht in irgendeiner Form überwinden. Ist das das, was Christus hier meinte? Schauen wir uns einmal die Parallelstelle an in Matthäus Kapitel 5. Und da sehen wir, ich meine sehr deutlich, was Christus hier eigentlich sagt. Matthäus Kapitel 5, die Verse 29 und 30. Matthäus Kapitel 5, die Verse 29 und 30. Da sagt er, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe. Achten Sie, dass er sagt, eins deiner Glieder. Und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Also Christus spricht hier von dem Auge und der Hand, dem Fuß und so weiter und bezeichnet dies als Glieder, was sie natürlich auch sind, Glieder des menschlichen Leibes. Und er sagt, es ist besser, dass eins dieser Glieder verderbe, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Was ist mit den Gliedern gemeint? Und wie ist dies alles zu verstehen? Nun schauen wir uns einmal Römer Kapitel 7 an. Römer Kapitel 7, die Verse 15 bis 16 zunächst einmal. Römer Kapitel 7 und die Verse 15 und 16. Da sagt Paulus viele Jahre nach seiner Bekehrung. Das ist wichtig zu verstehen. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich verstehe nicht, was ich tue. Was versteht er nicht? Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Paulus hat sich wiederum hier dabei ertappt, dass er sündigte, dass er gegen Gottes Gebot verstieß, was immer auch das Problem hier gewesen sein mag. Er wollte es nicht tun, er hatte den Drang, es nicht zu tun, aber etwas war stärker in ihm. Und dieses, was stärker in ihm war, motivierte ihn zu sündigen. Etwas zu tun, was er nicht wollte. Er sagt in Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Also es ging nicht darum, dass er das Gesetz übertrat, weil das Gesetz schlecht war. Nein, das Gesetz war gut. Das Gesetz sagte ihm, du sollst nicht das und jenes tun, aber er tat es, weil etwas stärker in ihm war. Und so sagt er dann auch, in Vers 24, ich elender Mensch. Er war sehr über sich selbst enttäuscht, sagen wir einmal. Er erkannte die Schwäche des menschlichen Leibes, die Schwäche des Menschseins. Er erkannte, dass er alleine es niemals fertigbringen würde, Gott gehorsam zu sein. Er brauchte Hilfe. Und so sagt er hier, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und dann sagt er natürlich, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Antwort. Jesus Christus, wenn er in uns lebt, wird uns mehr und mehr dazu bringen, dass wir die Gesinnung, die Lüste und Gelüste des Menschseins ablegen, überwinden, siegreich aus diesem Kampf hervorgehen und mehr vollkommen werden. Aber glauben Sie nicht, dass wenn Sie bekehrt worden sind, wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben, dass damit automatisch alle Sünde bei Ihnen aufhören würde. Das ist keineswegs der Fall. Im Gegenteil, es heißt, dass wir nach wie vor sündigen werden, aber wir müssen uns dann an Gott wenden. Wir müssen uns dann auf das Opfer Jesu Christi besinnen, der für uns starb, für die Vergebung unserer Sünden starb, sodass wir eben Vergebung erlangen können.
Aber wir müssen nach wie vor erkennen, dass wir die Hilfe Gottes und Jesu Christi brauchen, um erfolgreich aus diesem Kampf hervorgehen zu können. Schauen wir uns diesen 1. Johannes Kapitel 1 an. Denn viele meinen, dass wenn man bekehrt worden ist, man nicht mehr sündigen könne. Und sie nehmen das an, weil sie eine Stelle in der Bibel falsch interpretieren. Aber in 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 bis 10, wird uns deutlich gesagt, was uns blüht, sagen wir einmal, was uns bevorsteht, auch wenn wir bekehrt sind. 1. Johannes Kapitel 1, in Vers 8. Wenn wir sagen, wir, die wir bekehrt sind, die wir bekehrte Christen sind, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Gegenwart, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und bereuen, wir bekennen sie zu Gott, weil wir sie bereuen wollen, weil wir sie bereuen, weil wir wirklich darüber traurig sind, wie Paulus hier in Römer 7 es war, weil er etwas tat, was er eigentlich nicht tun wollte, aber etwas in ihm war stärker. Das Gesetz der Sünde, wie es heißt, war stärker. Das Gesetz der Sünde in dem Sinne, das war schon fast ein Gesetz geworden, wie bei uns allen, dass ein Gesetz geworden ist in dem Sinne, dass wir diesem Gesetz folgen. Wir folgen nicht dem Gesetz Gottes vielfach, sondern gehen dem Gesetz der Sünde. Das muss abgelegt werden. Und so sagt Johannes hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, aber nicht nur das, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Christus muss es tun, Gott muss es tun, dadurch, dass sie durch den Heiligen Geist in uns leben, sodass wir diesen Sieg über die Ungerechtigkeit, und Sünde ist Ungerechtigkeit, dass wir eben diese Sünde, diese Ungerechtigkeit, den Verstoß gegen das Gesetz Gottes überwinden können. Und dann sagt er natürlich auch dann weiter in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben in der Vergangenheit, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Aber es geht nicht nur darum, dass wir in der Vergangenheit gesündigt haben, es geht auch darum, dass wir nach wie vor sündigen, selbst wenn wir bekehrt sind. Nun, wir sollten nicht sündigen, aber wir tun es, weil dieser Kampf gegen die Sünde weitergeführt werden muss bis zum Ende. Bis zum Ende. Wer beharrt bis zum Ende, heißt es, der wird gerettet, der wird selig werden. In Jakobus 1 wird uns gesagt, im ersten Kapitel von Jakobus, der sogar von vielen irgendwie abgelehnt wird, dieser ganze Jakobusbrief, Luther hat ihn eine Strohne Epistel genannt, weil er nicht verstehen konnte, was Jakobus hier sagt. Jakobus, der Halbbruder Jesu Christi, der sagt uns hier zum Beispiel, dass Glaube ohne Werke tot ist. Er sagt uns, dass unser Glaube allein, wenn er nur theoretischer Natur ist, uns niemals helfen kann. Er muss sich durch Werke, durch gute Werke, unter anderem durch das Halten der Gebote, manifestieren. Und er sagt hier auch in Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 und 15, wie Sünde entsteht. Er sagt hier, ein jeder, der versucht wird, der wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Nun, manchmal hat natürlich Satan etwas damit zu tun. Aber letztendlich ist die menschliche Natur, die wir ja angenommen haben, nichts weiter als die Natur Satans, die er in uns entwickelt hat. Wir folgen den Einflüsterungen Satans unbewusst schon seit unserer Kindheit und meinen, es sind normale Dinge. Aber es heißt, dass wir dessen uns bewusst werden müssen, dass es Satan ist, der uns durch Gelüste auch reizt. Oder wenn wir diese Gelüste zunächst einmal haben, dass er dann gleich da ist, um die dann zu verstärken. Aber letztlich sagt Jakobus hier, ein jeder, der versucht wird, Vers 14, der wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Also er macht hier einen Vergleich und er sagt, das kommt nicht von Gott, das kommt von euch selbst. Danach, Vers 15, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Also man hat eine Begierde, man will die jetzt ausführen und dann sündigt man. Und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und wenn sie in dem Maße vollendet ist, dass sie zur unvergebbaren Sünde geworden ist, dann gebiert sie den ewigen Tod, von dem es keine Errettung gibt. Mit anderen Worten, Sünde beginnt in unserer Gesinnung. Sie beginnt in unserem Herz, wie wir denken, wie wir fühlen. Einige haben die Frage gestellt, ob es zum Beispiel verkehrt sei,
sich gewisse Filme anzuschauen, sexueller Natur, oder gewisse Dinge vorzunehmen an sich selbst. Und ich habe versucht, diese Fragen dahingehend zu beantworten, dass ich diejenigen, die gefragt haben, so allmählich und langsam auf das vorbereiten wollte, was die Bibel uns deutlich sagt, damit sie selbst zu dieser Erkenntnis kommen, was die Bibel sagt. Aber viele haben das nicht so recht begriffen und verstanden. Schauen Sie, wenn Christus sagt, dass jedwede sexuelle Aktion außerhalb der Ehe, vor der Ehe, sündhaft ist. Ich meine, dann ergibt sich eigentlich schon hieraus die Antwort auf Ihre Fragen. Und wenn Sie durch gewisse Aktionen dazu verführt werden zu sündigen, dann wiederum auch hier ergibt sich die Antwort auf Ihre Fragen. Christus sagt, wenn Sie bereits schon eine Frau anschauen, ihrer zu gelüsten. Es geht hier um eine verheiratete Frau. Sie schauen sie an, ihrer zu gelüsten. Also sie haben Lust nach ihr, sexuelle Lust. Dann haben sie bereits die Ehe gebrochen mit dieser Frau in ihrem Herzen. Es geht zunächst einmal um ihre Gesinnung. Wie stellen sie sich gesinnungsmäßig Dingen gegenüber? Und wenn die Gesinnung eine verkehrte ist, dann wird sie zur Sünde führen. Zurückkehrend zu der Aussage, wenn deine Hand sich zum Abfall verführt, reiß sie aus oder hack sie ab. Wenn dein Auge dich zum Abfall verführt, dann reiß es aus. Die Lamsa-Übersetzung, eine aramäische Übersetzung, eine syrische Übersetzung, schreibt, dass dies aramäische Ausdrücke sind, figurative Ausdrücke, um uns gewisse Dinge klar zu machen. Zum Beispiel, reiß dein Auge aus, bedeutet so viel wie aufhören, andere zu beneiden, weil man das mit den Augen tut. Man schaut andere an, was die so haben, und dann hat man auf einmal Neid in sich. Wenn es darum geht, die Hand abzuhacken, dann bedeutet das, dass man aufhören soll zu stehlen. Denn man benutzt ja letztendlich seine Hand, um einem anderen etwas wegzunehmen. Das sind also jetzt aramäische Ausdrücke, die Christus hier gebrauchte. Die Zuhörerschaft verstand damals, was damit gemeint war, aber heute verstehen das viele eben nicht mehr. Interessant ist auch in dem Zusammenhang eine sehr interessante Stelle in Matthäus Kapitel 5 und Vers 39, die wir uns auch einmal kurz jetzt anschauen wollen in diesem Zusammenhang. Matthäus 5 und Vers 39, eine Stelle, die auch sehr viel Anlass zur Diskussion gegeben hat. Die kennen Sie alle. Aber wissen Sie auch, was Christus hiermit sagen wollte? Matthäus 5 und Vers 39. Ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. So ist damit gemeint, dass wenn jemand sie jetzt schlägt, dass sie dann untätig da stehen sollen und dem die Gelegenheit geben, sie weiter zu verprügeln. Mein Christus hat das keineswegs getan. Als man versuchte, ihn zu steinigen, hat er sich entfernt. Ist er weggegangen, ist nicht da stehen geblieben, bis er alle Steine dann an den Kopf bekommen hatte. Schauen Sie, auch hier geht es um eine aramäische Ausdrucksweise. Und die Lamsa-Bibel sagt uns, dass hiermit gemeint ist, man soll keinen Kampf beginnen. Oder sich dann weiter an einem Kampf beteiligen, wenn man schon drin verwickelt ist. Man soll sich von diesen Aktionen und Aktivitäten entfernen. Das ist damit gemeint. Wiederum eine Ausdrucksweise, eine aramäische Ausdrucksweise, die Christus damals benutzte. Den Zuhörern war klar, was er damit sagen wollte. Heute werden alle möglichen Interpretationsversuche angebracht, um da irgendwie etwas herauszulesen, was nicht drin steht. Die Nelson Study Bible sagt uns auch, dass diese Ausdrücke wie sich die Hand abhacken oder das Auge ausreißen figurativ zu betrachten sind. Mit anderen Worten, man soll jetzt drastische Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass wir zur Sünde verführt werden mit unserem Auge, mit unserer Hand, mit unserem Fuß. Der Broadman Bible Commentary sagt das Gleiche. Er sagt, wenn man sich etwas wünscht, dass man es tun will, und dann zu Orten geht, wo das, was man sich wünscht, dann auch stattfindet, aber eben
sind das Dinge, die man eben nicht tun sollte, dann ist es notwendig, ein Opfer zu bringen. Ein Opfer sich selbst. Ein Opfer, in dem man sagt, da gehe ich nicht hin. Das tue ich nicht. Denn ich würde sonst zur Sünde verführt werden können. Es geht nicht darum, schreibt dieser Kommentar, dass man hier jetzt buchstäblich seinen Körper verstümmeln soll. Aber es wird hier gesagt, man kann nicht zwei Herren im Leben dienen. Entweder man dient Christus oder man dient sich selbst, man dient dem Mammon, man dient seinen eigenen Gelüsten. Aber wenn man das tut, wenn man weiterhin seinen eigenen Gelüsten dienen will, dann, sagt Christus, werdet ihr nicht ins ewige Leben eingehen, sondern dann werdet ihr in die Hölle geworfen werden. Und das werden wir uns gleich noch anschauen, was er damit gemeint hat. Zunächst einmal wiederum zurückgehen auf die Stelle, die Parallelstelle in Matthäus, wo er davon spricht, dass es besser ist, dass man ein Glied verliert, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Nun, auch hier wiederum schauen wir uns an, was andere Stellen uns hierzu sagen. Zum Beispiel in Kolosser, Kapitel 3. Kolosser, Kapitel 3 und in Vers 5. Hier sagt er noch nicht einmal, hackt eure Glieder ab, sondern er sagt sogar, tötet die. Aber was soll getötet werden und wie? Kolosser, Kapitel 3 und Vers 5, Paulus sagt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, die Habsucht, die Götzendienst ist. Und dann fährt er fort zu sagen, in Vers 8, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, getötet in Anführungszeichen, und den neuen angezogen, der erneuert wird, vervollkommnet wird, könnte man sagen, zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also es sollen hier Glieder getötet werden, die eben falsche Dinge erzeugen. Unzucht, Unreinheit und so weiter und so fort. In Römer Kapitel 6 wird uns etwas Ähnliches gesagt. Römer Kapitel 6 und in Vers 13. Römer Kapitel 6 und Vers 13. Wo es heißt, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin, also Fuß, Hand, Auge, als Waffen der Ungerechtigkeit. Also benutzen Sie jetzt nicht Ihr Auge als eine Waffe sozusagen, einen Mechanismus, um sich eine andere Frau anzusehen, um nach der zu gelüsten, um sich vorzustellen, wäre schön mit der zu schlafen. Benutzen Sie nicht Ihr Auge als eine Waffe der Ungerechtigkeit, sondern, sagt Paulus, gebt euch selbst hin, euren ganzen Leib sozusagen, Gott, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder, Gott, als Waffen der Gerechtigkeit. Wir sollen unsere Glieder dazu benutzen, gerecht zu leben, nicht ungerecht. Die Glieder, die uns dazu verführen, ungerecht zu leben, die sollen abgehackt werden, getötet werden, in dem Sinne, dass sie nicht mehr dazu benutzt werden, um uns zu verführen. Nicht buchstäblich, sondern man soll mit Gewohnheiten aufhören, die uns dazu bewegen, zu sündigen. Schauen wir uns in Jakobus 3 noch einmal an, was es noch für ein Glied gibt, das Unheil anrichtet, das uns zur Sünde verführt, das wir in dem Sinne abtöten müssen oder jedenfalls dazu bringen müssen, es in richtiger Weise zu gebrauchen. Jakobus Kapitel 3, die Verse 5 und 6. So ist auch die Zunge ein kleines Glied, also eins von den Gliedern, von denen wir bereits gelesen haben, aber sie richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Und wir haben hier in Kalifornien mehrfach schon erlebt, und natürlich erleben wir es auch immer noch hier in Colorado und in anderen Stellen in den Vereinigten Staaten, und Sie erleben es auch, wo Sie leben mögen. Ein großer Waldbrand beginnt sehr klein, mit einem kleinen Feuer. Einer schmeißt eine Zigarette weg, die noch brennt, oder einer zündet ein kleines Feuer irgendwo an,
vielleicht um dort zu campen und vergisst es dann auszumachen oder was auch immer. Sogar ein Blitzschlag kann ein kleines Feuer erzeugen und es wird dann zu einem riesigen Waldbrand. Also ein kleines Feuer, wie es heißt, kann einen ganzen Wald anzünden. Vers 6, auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib. Deswegen reißen Sie sich die Zunge aus, damit Ihr Leib gerettet wird, sozusagen. Brauchen Sie Ihre Zunge nicht dazu, zu sündigen und damit den ganzen Leib zu beflecken. Denn Jakobus verbindet hier eine weitere Warnung. Er sagt, die Zunge, ein kleines Glied, befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an. Sie kann solches Verderben über andere bringen, wenn sie andere verleumdet, den Ruf schädigt, falsche Aussagen auch vor Gericht trifft und ist selbst von der Hölle entzündet. Schauen Sie, die Warnung ist klar. Wiederum, wenn es dazu kommt, dass jemand solche Sünden nicht bereuen will, obwohl er die Wahrheit erkannt hat, wird die Zunge, dieses Glied und damit auch, wie wir noch sehen werden, der ganze Mensch von der Hölle entzündet oder, ich will mal sagen, vernichtet. Also die Warnung ist klar. Wir müssen uns dazu bemühen und darum bemühen, unsere Glieder nicht dazu zu benutzen, zu sündigen, nicht ihnen erlauben, uns zum Abfall zu verführen, sondern eben sie überwinden, sie bezwingen, sie im richtigen Maße zu gebrauchen, als Waffen der Gerechtigkeit für Gott. Das ist damit gemeint, es ist nicht damit gemeint, dass man sich buchstäblich seine Hand, seinen Arm, seinen Fuß abhacken soll. Denn schauen Sie, wenn das der Fall wäre, dann würde es keinen Christen geben, mit beiden Füßen, mit beiden Händen, mit beiden Augen, der ins Reich Gottes eingehen würde. Aber auch dann, wenn Sie sich zum Beispiel die Hand abhacken, können Sie nach wie vor sündigen. Denn Ihre Gesinnung hat sich ja nicht geändert. Also es ist nicht hier buchstäblich zu verstehen, offensichtlich. Aber der Punkt ist der, es ist sehr schmerzhaft, diesen Überwindungsprozess durchzuführen. Es ist manchmal sehr schwer, sehr schwierig, wie auch Paulus uns dies bereits gesagt hat, diesen Überwindungsprozess durchzustehen. Man muss ihn durchstehen, man muss als Sieger hervorgehen, aber es ist manchmal sehr schwer, wie es auch manchmal sehr schmerzhaft natürlich sein würde, wenn einem tatsächlich ein Fuß oder eine Hand amputiert wird. Christus stellt hier einen Vergleich an. Es ist sehr schwer, eine sündhafte Gewohnheit abzustellen. Wenn Sie dabei sind, dies zu tun, wissen Sie, wovon ich rede. Wenn Sie noch nicht dabei sind, dies zu tun, dann empfehle ich Ihnen, es zu tun. Denn wenn Sie es nicht tun, werden Sie nicht ins Reich Gottes eingehen können. Mose musste auch das erleben. Ich meine, Mose musste Sünde überwinden, so wie Sie und ich Sünde überwinden müssen. Es wird dies hier in Hebräer Kapitel 11 angedeutet. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Aber Mose traf die richtigen Entscheidungen. Wir müssen auch die richtigen Entscheidungen treffen. Hebräer 11, und ich weiß, irgendwo in der Lutherbibel befindet sich der Hebräerbrief. Befindet sich keineswegs dort, wo er sein sollte. In der englischen Bibel befindet sich auch woanders. Aber ich habe ihn glücklich doch noch gefunden. Hebräer Kapitel 11. Und lesen wir die Verse 24 bis 26. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Oder wie es auch übersetzt werden kann, er wollte mit dem Volk Gottes misshandelt werden, die Qualen, die erleiden mussten, mit denen erleiden, als den zeitweiligen Genuss der Sünde haben. Es gibt da natürlich schon Genuss, physisch gesehen,
der Sünde, sonst würden die Menschen ja nicht sündigen. Aber er ist nur zeitweilig und er ist letztendlich verderblich für uns. Wieso kam er dazu, dies zu tun? Was motivierte ihn, dies zu tun? Warum war er willens, mit dem Volk Gottes zu leiden, wie wir heute auch alle zusammen mit dem Volk Gottes leiden müssen? Die Leiden derer, die ins Reich Gottes eingehen, sagt Paulus uns, sind vielfältig. In Vers 26 wird gesagt, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Oder er sammelte sich Schätze im Himmel an, nicht hier auf Erden. Denn er sah auf die Belohnung. Er war davon motiviert, dass er letztendlich das ewige Leben erlangen würde, wenn er sich richtig hier verhalten würde. Und dazu gehörte eben auch, den zeitweiligen Genuss der Sünde abzulegen und die Schmach Christi für einen größeren Reichtum zu erachten als die großen und vielfältigen Schätze Ägyptens. Er sah auf die Belohnung. Darum geht es, auch wenn es schmerzt. Ich meine, für Mose, der alle diese Schätze hatte, war es sicherlich nicht leicht, alle die aufzugeben. Aber er verstand die Prioritäten richtig. Der junge Mann, der zu Christus kam, der verstand diese Prioritäten eben nicht richtig. Er war nicht willens, seinen Reichtum aufzugeben. Er war nicht willens, diesen Kampf zu kämpfen. In seinem Fall den Kampf gegen den Götzendienst. Was meinte Christus dann mit der dritten Aussage im Markus-Bericht? Mit diesem Feuer, das nicht verlöscht, von dem wir hier gelesen haben. Markus Kapitel 9, schauen wir uns das noch einmal an. Markus Kapitel 9, und er sagt das jetzt ja mehrmals hier. Es ist besser, du hast also dir diese Position erworben, du hast also mit anderen Worten jetzt deine Hand abgehackt, symbolisch gesehen. Es ist besser, dass das geschieht und dass du so ins Leben eingehst, als dass dein ganzer Leib ins Feuer geworfen wird, in die Hölle geworfen wird, wie es heißt, in das Feuer, das nie verlöscht. Schauen wir uns einmal dieses Feuer an, das nie verlöscht. Oder dieses unauslöschliche Höllenfeuer, wie einige das beschreiben. Und die sagen ja, dieses Feuer, das löscht, also es wird also nicht verlöscht, gelöscht, es wird also für alle Zeiten und ewig brennen. Das bedeutet also, es gibt also eine ewig brennende Hölle und die Menschen werden da hineingeworfen und werden dort für alle Zeit und Ewigkeit gequält und gemartert werden. Nun, wie ich bereits mehrfach gesagt habe, das Wort Hölle hier leitet sich von dem griechischen Wort Gehenna ab und bezieht sich in der Tat auf das Tal von Hinnom. Das Tal von Hinnom, das, wie ich gleich noch erklären werde, auch im Alten Testament bereits bekannt war. Auch hier wiederum wussten die Menschen, wovon Christus hier sprach, als er von dem Gehenna-Feuer sprach. Aber was bedeutet es, wenn hier sagt, dieses Feuer wird nicht verlöschen? Nun, das ist eine sehr ungünstige Übersetzung. Das können Sie mir glauben oder auch nicht, aber ich sage es Ihnen. Und wenn Sie zum Beispiel sich englische Bibeln anschauen, dann wird auch das Richtige übersetzt. Und im Griechischen muss es auch so und wird es auch so gebraucht. Es heißt, das Feuer, das nicht gelöscht wird. Nun, da besteht ein Unterschied. Nun, derjenige, der das hier übersetzt hat, Luther und wer anders das jetzt war in der revidierten Bibel, der hat gemeint, wenn ein Feuer nicht gelöscht wird, dann ist es eben ein Feuer, das nicht verlöscht. Aber da besteht ein Unterschied in der Ausdrucksweise. Ein Feuer, das nicht verlöscht, ist ein Feuer, das für alle Ewigkeit brennt. Oder zumindest könnte das die Aussage sein. Aber wenn ein Feuer nicht gelöscht wird, kann das ohne weiteres bedeuten, was es hier auch tut, dass es ausgeht, von sich selbst ausgeht, wenn nichts mehr da ist zu brennen. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Wenn keine Nahrung für das Feuer mehr besteht, dann geht es von selber aus. Sie, wenn Sie ein Feuer anzünden, und wenn Sie gerne campen, dann wissen Sie, wovon ich spreche, dann geben Sie dem Feuer Nahrung. Und Sie löschen das Feuer nicht aus, sondern wenn die Nahrung nicht mehr da ist, geht das Feuer von alleine aus. Dieses Feuer wird nicht gelöscht, es geht aber von alleine aus. Nun, Sie werden schon noch zusehen, dass dann auch, wenn es noch weiter glimmt, dass es dann nicht mehr weiter dann
Gefahr bringen kann, aber Sie verstehen die Analogie. Darum geht es hier. Es geht um ein Feuer, das von Menschen nicht gelöscht wird, das aber sehr wohl ausgeht, wenn nichts mehr da ist zu brennen. Und schauen Sie, Gott hat mit Sicherheit die Macht, ein Feuer auszulöschen. Also wenn man meint, das Feuer, das nicht verlöscht, ist ein Feuer, das nicht gelöscht werden kann, dann natürlich nur nicht von den Menschen. Weil es ist ja unmöglich, dass man sagen könnte, Gott kann es nicht tun. Und so lesen wir viele Stellen im Alten Testament, die, und auch im Neuen Testament, die das näher beschreiben. Wie zum Beispiel in Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4 und in Vers 4. Da sagt uns Gott, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Furcht eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. Die gleiche Ausdrucksweise, wie sie Markus gebraucht, Feuer, das niemand löschen kann. Das aber nicht unbedingt heißt, dass nie verlöschen wird. Es kann niemand, kein Mensch, löschen. Und Gott kann es sicherlich löschen. Es geht um ein Feuer, das so lange brennen wird, wie Nahrung existiert. Für das Feuer. Wenn aber die Nahrung nicht mehr existiert, dann geht es von alleine aus. Aber solange wie die Nahrung existiert, kann es nicht gelöscht werden von Menschen. Wenn Sie sich an diese riesigen Waldbrände erinnern und sich diese vorstellen, die waren so groß, dass der Mensch sie nicht, gewisse Zeit lang zumindest, löschen konnte. Aber Gott kann sie natürlich löschen. In Jeremia Kapitel 21 und in Vers 12. Jeremia Kapitel 21 und Vers 12. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Hause David, so spricht der Herr, haltet alle Morgen gerechtes Gericht, errettet den Bedrückten aus des Frevlers Hand, auf dass nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, ohne dass jemand löschen kann, um eurer bösen Taten willen. Aber Gott kann mit Sicherheit seinen Grimm löschen, und er tut es ja auch. Sein Grimm, lesen wir, wird für eine kleine Zeit nur, nicht für alle Ewigkeit. Wir lesen eine weitere Stelle im Buch Amos. Im Buch Amos, in Kapitel 5. Amos Kapitel 5 und in Vers 6. Da heißt es, suchet den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann, zu Bethel. Interessant ist auch hier wiederum der Gegensatz. Das Leben auf der einen Seite, das verzehrende Feuer, das niemand löschen kann, auf der anderen Seite. Es geht also hier darum, dass dieses Feuer nicht gelöscht werden kann von Menschen, wenn Gott es anzündet. Es geht nicht darum, dass das Feuer für alle Zeit und Ewigkeit brennen wird. In Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17 und in Vers 27. Auch hier lesen wir. Jeremia Kapitel 17 und Vers 27. Werdet ihr aber nicht auf mein Gebot hören, den Sabbattag zu heiligen und keine Last am Sabbattag zu tragen durch die Tore Jerusalems? So will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden, das die festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht werden kann. Und das ist genau dann später auch geschehen. Aber dieses Feuer brennt heute ja nicht mehr. Es ging von selber aus, als nichts mehr da war, zu brennen. Und heute steht Jerusalem wieder. Jerusalem wurde wieder aufgebaut. Also auch hier lesen wir, dass dieses Feuer, das nicht gelöscht werden kann, für eine gewisse Zeit brannte. Aber dann ging es von selber aus. Es geht hier keineswegs um ein ewig brennendes Feuer. Aber einige sagen ja, aber es heißt aber auch, dass es ein ewiges Feuer ist. Und da es nun ein ewiges Feuer ist, ist es von daher ein Feuer, das eben nicht gelöscht werden kann, das eben nie verlöschen wird. Schauen wir uns einmal Judas an, im Judasbrief, Vers 7. Judas, Vers 7. Da lesen wir, dass Judas, ein weiterer Halbbruder Jesu Christi, Folgendes schreibt. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie, also diese umliegenden Städte, die gleicherweise wie Sodom und Gomorra Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind. Und Sie wissen ja, dass Sodom und Gomorra aus vielen bestand, die eben homosexuell waren.
Das sagt die Bibel deutlich. Noch einmal gelesen. So sind also auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Also hier heißt es, sie leiden die Pein des ewigen Feuers. Mit anderen Worten, die müssen dann, wenn man das jetzt so sehen will, wie es einige sehen wollen, nach wie vor in der Hölle sein und die Pein des ewigen Feuers dort leiden. Ist das, was Judas hier meint? Ist das die Idee? Sie leiden die Pein des ewigen Feuers. Nun, das Wort für ewig, es ist wichtig zu begreifen, ist das Wort im Griechischen Aionios. Da kommt das Wort Aion her. A-I-O-N. Und dieses Wort kann für alle Ewigkeit bedeuten. Es kann aber auch sich auf einen Zeitpunkt beziehen, der eine Begrenzung hat. Es wird zum Beispiel von Satan gesprochen. Er ist der Gott dieser Welt. Aber im Griechischen steht für das Wort Welt das Wort Aion, wo das Wort Aionios herkommt. Und es heißt hier Zeitalter. Satan ist der Gott dieses Zeitalters, dieser heutigen Welt, aber er wird nicht für alle Zeit und Ewigkeit Gott dieser Welt sein. Er wird abgelöst werden, wenn Christus zurückkommt und wenn er die Welt von morgen errichten wird. Die Bedeutung ist, für ein Zeitalter andauernd. Man muss aus dem Zusammenhang heraus sehen, was mit diesem Zeitalter gemeint ist. Es kann ein Zeitalter sein, das für alle Ewigkeit existiert. Es kann aber eben auch ein Zeitalter sein, was eine begrenzte Dauer hat. Im Falle von Judas hatte es offensichtlich nur eine begrenzte Dauer, denn Sodom und Gomorra, die sind vernichtet worden, die brennen heute nicht mehr. Dieses Feuer, dieses ewige Feuer, das Sodom und Gomorra vernichtete, ist von selbst ausgegangen, als nichts mehr da war, es zu vernichten. Und die Menschen leiden auch nicht die Pein des ewigen Feuers, die Menschen liegen tot in ihren Gräbern. Und die Menschen von Sodom und Gomorra werden auferweckt werden zu physischem Leben. Lesen wir dies. In Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10 und Vers 15. Matthäus Kapitel 10 und Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, sagt Christus, dem Land der Sodomer und Gomorra, also dem Volk, wie wir jetzt sehen werden, wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dieser Stadt. Also die Menschen von Sodom und Gomorra, die werden auferweckt werden, werden in der zweiten Auferstehung dem großen weißen Throngericht sein, sowohl als auch die Menschen der Stadt, die damals Christus und die Apostel ablehnten. Und Christus sagt sogar, es wird den Sodom und Gomorran erträglicher ergehen. Er sagt an anderer Stelle, wenn die das erlebt hätten, was die Städte zur Zeit von Christi, als er hier auf Erden war, erlebten, die hätten sogar noch eher bereut. Also die werden wieder auferweckt werden zu physischem Leben. Die sind keineswegs heute in einer Hölle. Und es wird auch nicht gesagt, dass die in der Zukunft in einer Hölle sein werden, in einer Hölle geworfen werden. Nun, das ist noch nicht klar. Es kommt darauf an, wie die sich dann in der zweiten Auferstehung verhalten werden. Aber die Andeutung ist die, das wird denen erträglicher ergehen, die werden eher zur Bekehrung kommen, als möglicherweise die Menschen in den Städten zur Zeit Jesu während seines ersten Kommens. Die Bibel braucht den Ausdruck von ewig in vielen Fällen in einem Sinne, den man richtig verstehen muss. Lesen wir zum Beispiel 2. Mose Kapitel 21. Das ist im Alten Testament so, das ist im Neuen Testament so. 2. Mose Kapitel 21, die Verse 5 bis 6. 2. Mose 21 und Vers 5. Da heißt es, spricht aber der Sklave oder der Knecht, wäre eine bessere Übersetzung hier. Ich habe meinen Herrn lieb und mein Weib und Kind. Ich will nicht frei werden. Es ging darum, der Herr wollte ihn entlassen aus seinem Dienst. Aber der Knecht sagt, nein, ich will nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Priemen sein Ohr. Heute könnte man so an Ohrringe denken von Männern. Und er sei sein Sklave oder sein Knecht für immer. Nun, einige übersetzen für alle Ewigkeit oder für ewig. Aber hier hat die Ewigkeit etwas zu tun
mit einem Zustand, der anhalten würde, solange wie der Knecht und der Herr leben würde. Wenn also diese Zustände sich verändern würden, würde auch das, was hier beschrieben wird, nicht mehr der Fall sein. Also auch hier wiederum hat der Ausdruck für immer oder auf ewig eine begrenzte Bedeutung. Wir lesen viele Stellen, wo dies zum Ausdruck kommt. 1. Samuel, Kapitel 1. 1. Samuel, Kapitel 1. Und lesen wir Vers 22. Hannah zog nicht mit hinauf zum Tempel, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe, es ging hier um den Knaben Samuel, die Hannah, die war unfruchtbar, die bat Gott, dass sie doch noch fruchtbar werden würde. Und Gott erhörte das Gebet und schenkte ihr den Samuel. Und sie sagte, wenn das der Fall wird, dann wird er in den Dienst des Tempels gegeben werden. Und so heißt es hier, sie sagt es hier, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Oder auf ewig bleibe, wie einiges übersetzen. Aber auch hier wiederum würde natürlich Samuel nur so lange dort bleiben, wie er leben würde. Und nachdem er gestorben ist, heute ist er tot, ist er nicht mehr auf ewig, in diesem Sinne, im Tempel tätig. Also auch hier wiederum eine zeitliche Begrenzung wird deutlich. Es wird sogar auch gesagt in Vers 28, was mit dem Ausdruck auf ewig oder für immer gemeint ist. Das heißt nämlich hier in 1. Samuel 1, Vers 28, darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang oder so lange wie er lebt, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Also solange wie der Samuel lebte, würde er dem Herrn gegeben, würde er im Dienste des Herrn im Tempel oder bei dem Tempel arbeiten, für den Eli, den Hohepriester. Es wurde gesagt, das soll für immer geschehen, auf ewig geschehen. Und dann wird klargestellt, was das bedeutet, solange er lebt. Nun, es gibt sogar noch eine weitere interessante Stelle, die den Ausdruck auf ewig oder für immer auf einen ganz kleinen, geringen Zeitpunkt beschränkt. Schauen wir uns dies in Jona an, Kapitel 2. Im Buch Jona, Kapitel 2. Und lesen wir das Gebet des Jona in Vers 7. Nun, entweder bezieht sich dies auf den Zeitpunkt, als er jetzt in das Meer geworfen wird und zu dem Grund sinkt und dann von diesem Seeungeheuer verschlungen wird, oder es bezieht sich auf den Zeitpunkt, wo er im Seeungeheuer ist. Auf alle Fälle heißt es hier, ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Also er geht jetzt unter im Meer und diese Riegel der Erde schließen sich für ihn ewiglich. Was ist ewiglich hier, was ist damit gemeint? Was ist die Bedeutung? Dann kehren wir zurück zu Jona Kapitel 1 oder Kapitel 2 und Vers 1. Jona Kapitel 2 und Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Also ewiglich hier bezieht sich maximal auf 3 Tage und 3 Nächte. Denn dann war er ja nicht mehr verschlungen, würde wieder ans Land gespien werden. Also Sie sehen hier, meine Damen und Herren, dass mit dem Wort ewig nicht unbedingt für alle Zeit und Ewigkeit gemeint sein muss. Nun, wenn vom ewigen Leben die Rede ist, natürlich bezieht sich das auf alle Ewigkeit. Aber wie gesagt, es kommt auf den Zusammenhang an, was hier gemeint ist. Wir hatten gesehen im Judasbrief, dass die Pein des ewigen Feuers eine Pein war, die zeitweilig dauern würde, nämlich so lange wie Feuer und Schwefel am Himmel fielen und die Menschen vernichteten. Es gilt dies auch für uns heute als ein warnendes Beispiel. Wie zum Beispiel wir ja auch lesen, dass das Blut des Abel nach wie vor zu uns spricht. Nun, der Abel ist lange tot. Aber es gilt dies als ein Beispiel. Die Tatsache, dass die gepeinigt wurden durch dieses Feuer, natürlich wurden sie das, als sie vernichtet wurden, das gilt uns heute als ein Beispiel, dass wir uns daran erinnern sollen, dass dies unser Schicksal sein könnte, wenn wir Gott nicht untertan sein wollen. Schauen wir uns eine weitere interessante Stelle an, die sich auf die Hölle bezieht, auf das Gehenna-Feuer und was gesagt wird, was geschehen wird, wenn dieses Gehenna-Feuer
letztendlich das Schicksal sein wird für diejenigen, die dort hineingeworfen werden. Schauen Sie, das Gehennafeuer scheinbar wird während des Millenniums brennen. Wir lesen in einigen Stellen, dass die Menschen hinausgehen werden, um die Leichen zu sehen, die dort hineingeworfen werden. Als ein Vorläufer sozusagen für das endgültige Gehennafeuer, das in der dritten Auferstehung seine Rolle spielen wird. Wir lesen ja auch bereits schon, dass im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi das Tier und der falsche Prophet in dieses Feuer geworfen werden. Aber es ist nicht das endgültige Schicksal dieser beiden. Es ist ein Vorläufer, eine Warnung, wie auch diese Städte Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte uns heute als warnendes Beispiel dienen. Und so wird auch dieses Gehennafeuer zunächst einmal existieren, das Millennium hindurch, aber sehr beschränkt natürlich, und zwar im Tal Hinnom. Und dann werden letztendlich dann diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen, darauf werden wir in der nächsten Predigt zu sprechen kommen, in dieses Feuer geworfen werden. Schauen Sie, der Broadman Bible Commentary sagt uns auch wiederum, dass es hier bei diesem Gehennafeuer, von dem Christus hier spricht, von dieser Hölle, und das Wort ist ja Gehenna im Griechischen, es geht um dieses Tal von Hinnom, in das damals die Leichen, die Leichname möchte ich einmal sagen, von Verbrechern geworfen wurden. Das war ein Abfallplatz außerhalb der Tore von Jerusalems. Und da sollten diese Leichname verbrannt werden. Und dieses Feuer, das brannte die ganze Zeit hindurch und die Menschen kannten dies. Und als Christus von der Hölle sprach, von Gehenna sprach, wussten sie, was er meinte. Er stellt diesen Vergleich an. Wie die Leichname dort verbrannt werden, so würden auch die verbrannt werden, die in die Hölle, die Gehenna, letztendlich zum Zeitpunkt der dritten Auferstehung geworfen werden. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt uns ein bisschen mehr über dieses Tal von Hinnom. Wir lesen zum Beispiel eine interessante Stelle im Buch Josua. Josua Kapitel 18 und Vers 16. Da wird nämlich dieses Tal von Hinnom zunächst einmal näher beschrieben. Und ich möchte kurz dies einmal Ihnen zu Gehör bringen. Josua Kapitel 18 und Vers 16. Da wird gesagt, geht hinab an den Fuß des Berges, der vor dem Tal des Sohnes Hinnoms liegt. Und da wird auch manchmal dann von Ben Hinnom gesprochen. Ben, Bedeutung von Sohn. Und dann wird also weiter über dieses Tal Hinnom gesprochen in Vers 16 und dann in Vers 17. Aber dieses Tal wurde später, im Zeitpunkt der üblen und bösen Könige von Judas, gebraucht, um schreckliche Dinge dort zu tun, Götzendienst zu betreiben. Und es bedurfte dann eines gerechten Königs, um dies abzuschaffen. Wir lesen dies in 2. Könige, Kapitel 23. 2. Könige, Kapitel 23. Und in Vers 10. 2. Könige, Kapitel 23 und Vers 10. Jetzt geht es um den gerechten König Josua oder Josia, der wieder zu dem Bund mit Gott zurückkehrt, einen neuen Bund schließt und erklärt, dass das Volk von nun an gerecht handeln würde. Hat den Götzendienst abgeschafft. Und so lesen wir hier in Vers 10 von 2. Könige 23, er machte auch unrein das Tophet im Tale Ben Hinnom. Das war das Feuer, die Feuergrube. Die wird an anderen Stellen in der Bibel auch als Feuergrube übersetzt. Es gab also diese Feuergrube bereits damals schon im Tal von Hinnom oder Ben Hinnom. Aber schauen Sie, was bis zu dem Zeitpunkt geschah oder geschehen war, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließe. Das war in der Tat das, was die Leute damals taten, bis der Josua kam, um dieses abzuschaffen. Die haben ihre eigenen Söhne, ihre eigenen Töchter, diesem grässlichen Götzen Moloch geopfert, dadurch, dass sie die Söhne und die Töchter ins Feuer warfen, verbrannten. Das ist das, was geschah in diesem Tal Hinnom. Und dieser Josua, der schaffte das ab und er hatte jetzt lediglich dieses Tal noch weiter dazu benutzt, diese Schutthalde zu errichten. Mit anderen Worten, jetzt wurde da immer noch ein Feuer unterhalten, aber das wurde jetzt dazu benutzt, um Abfall zu verbrennen und natürlich dann auch später die Leichname von Verbrechern. Und dieses Feuer bestand dann immer noch in diesem Tal, als Jesus Christus hier auf Erden wirkte. Darum geht es hier, bei diesem Tal Hinnom, bei diesem Gehenna-Feuer.
In Jesaja Kapitel 30 wird ebenfalls auf dieses Tophet, auf dieses Tal Hinnom, auf dieses Feuer eingegangen. In Jesaja Kapitel 30 und in Vers 33. Und wie ich sagte, das Tier und der falsche Prophet, die werden, wenn Christus zurückkommt, in dieses Tophet, in diese Feuergrube, in diesen feurigen Pfuhl geworfen werden, im Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Jesaja Kapitel 30 und Vers 33. Jesaja 30 und Vers 33. Denn die Feuergrube ist längst hergerichtet. Ja, sie ist auch dem König bereitet. Es geht um einen zukünftigen König von Assyrien. Von dem modernen Assyrien. Und der wird auch als der König des Nordens beschrieben in anderen Stellen. Der wird auch als das Tier beschrieben in anderen Stellen. Diese Feuergrube ist längst hergerichtet. Nun, im Hebräischen auch hier wiederum steht das Wort Tophet. Hier wird es mit Feuergrube übersetzt. In der anderen Stelle, die wir gesehen hatten, wurde es mit Tophet wiedergegeben. Das Gleiche ist gemeint. Also diese Feuergrube, dieses Tophet ist längst hergerichtet. Ja, sie ist auch dem König bereitet, tief und weit genug. Der Scheiterhaufen, darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom. Dieses Feuer im Tal Hinnom, dieses Tophet, dieser feurige Pfuhl, Vorläufer des endgültigen feurigen Pfuhls, im Zeitpunkt der dritten Auferstehung, wird benutzt werden, um das Tier, diesen König von Assyrien, zu verbrennen. Zu verbrennen. Wie wir noch sehen werden, das bedeutet nicht, dass dieses Tier jetzt für alle Zeit und Ewigkeit in diesem Feuersee, diesem feurigen Pfuhl sein wird. Er wird dort verbrannt werden. Darum geht es hier bei der Aussage, dass sowohl der Mensch in das Feuer, also der gesamte Leib in das Feuer geworfen wird. Schauen Sie, in der nächsten Predigt werde ich auf eine weitere Stelle eingehen, die auch davon spricht, sogar dass Leib und Seele in das Feuer, diesen feurigen Pfuhl, geworfen werden. Aber hier zum Abschluss der heutigen Predigt noch eine weitere Überlegung. Christus spricht davon, dass man seine Glieder abtöten soll, sie nicht dazu benutzen soll, um sie zum Abfall zu verführen oder ihnen die Gelegenheit zu geben, dass wir zum Abfall verführt werden. Es ist besser, man geht einäugig ins ewige Leben ein, in diesem Sinne, als dass der ganze Leib, wie es heißt, in die Hölle geworfen wird, in dieses Feuer. Nun, wenn es um den Leib geht, geht es um etwas Physisches. Er sagt ja in dieser Stelle gar nichts über die Seele. Einige meinen ja, die unsterbliche Seele, die wird jetzt also in der Hölle sein. Darum geht es ja hier gar nicht. Er spricht ja gar nicht hier von der Seele. Er spricht von dem Leib. Er spricht davon, dieser Leib soll nicht in die Hölle geworfen werden. Dieser Leib soll nicht verbrannt werden. Das ist der Zusammenhang. Schauen Sie, diese Stelle in Markus sagt gar nichts darüber aus, überhaupt nichts darüber aus, dass eine Seele in die Hölle geworfen werden würde. Es geht lediglich darum, dass Christus uns warnt, dass wir in diesem Leben überwinden müssen, denn sonst besteht die Möglichkeit, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dass wir ausgelöscht werden, unser Leib ausgelöscht werden, wenn wir in der dritten Auferstehung als physische Menschen auferweckt werden, und zwar in diesem feurigen Pfuhl. Das ist das, was hier Christus sagt, und er warnt uns davor, und wir sollten diese Warnung beherzigen. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.